Heute ist der Tag der traurigen Filme. Hier auf der Berlinale, alles schwarz-weiß, Moll und Null. Es ist ja eher so ein gefühltes Schwarz-Weiß. Also ja. Wir haben irische Hungersnöte erlebt und russische Schriftsteller leiden. Machen wir chronologisch, 1847 bei Black 47, einem Film über die irische Hungersnot und den schlimmen Winter, der auf diese Hungersnot folgte. Wir haben eine Hauptfigur, Martin, der sich auszeichnet dadurch, dass er sehr groß und muskulös ist und einen roten Bart hat und damit also irisch ist. Und der kommt nach Hause, er ist desertiert und findet die Hälfte seiner Familie nicht mehr vor, denn die ist inzwischen schon verreckt, ganz elendig. Und der Rest, der noch übrig ist, wird so schlecht behandelt, dass sie dann auch draufgehen. Und was macht man als Mann, wenn die ganze Familie stirbt? Man nimmt Rache. Na klar, aber hallo. So, und deswegen haben wir hier sozusagen 1847 und so eine Art Sylvester Stallone-Geschichte in Irland mit ohne Kartoffeln in dem Fall. Und wir schauen zu, wie Martin einmal durchs Land rast und alle, die irgendwie mit dem Tod zu tun hatten, von Mitläufern bis hin dann auch zum Lord Killmichael, dem das Land gehört, einfach alle so abschlachtet. Ja, wobei du jetzt ein bisschen einen falschen Eindruck erweckt hast, er rast nicht durchs Land. Na, also du hast recht. Er schreitet eher oder er schleppt sich. Man hat ja viel Hunger und nicht so viel zu essen, da muss man das langsamer machen. Das stimmt. Und wir haben noch Hugo Weaving in diesem Film, der so tut, als ob er irre wäre und auch mit diesen Menschen zu tun hat. Er soll ihn eigentlich einfangen, damit man ihn hängen kann, aber ja, wir wissen ja, das wird nichts. Ich habe es geschafft, dass dieser Film spannender klingt, als er ist. Das klingt jetzt so nach Actionfilm, ist es aber nicht. Also das ist so die Arthouse-Variante der ganzen Geschichte. Ja, also es schleppt sich dahin, es ist sehr entsättigt von den Farben her, es liegt so eine nebelhafte Düsternis, die aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen künstlich wird. Und es ist ein bisschen aufgefallen bei den Landschaften. Ja, das stimmt. Also komischerweise für sowas ganz Dystopisches und dann noch historisch verankert Dystopisches war es irgendwie dröge. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen, wenn irgendwie das ganze Land voller hungernder Menschen ist. Aber irgendwie dachte man sich so, ja, okay, ich weiß jetzt, dass es noch den und den, so die Kill Bill-Liste. Und wenn du fertig bist, ist der Film zu Ende. Und genau das ist leider, was da passiert ist. Ja, also genau. Jetzt nicht der große Wurf. Nee, in der Aber Tat. Wir haben ja noch den Russen. Alexander German Junior mit seinem Film Dovlatov. Das ist ein Biopic im Prinzip über einen russischen Schriftsteller, Sergei Dovlatov, der in Russland nicht publiziert wurde in den 70er Jahren und es schildert im Prinzip so 6 Tage oder 7 Tage, also eine Woche in seinem Leben, in dem er im Prinzip versucht, für sich selbst eine Perspektive zu gewinnen. Ja, und es ist am Anfang, merkt man ihm schon an, er weiß schon, das wird nichts, er wird nicht publiziert, niemand mag seine Kunst, außer seine Künstlerfreunde, die ihm immer wieder bescheinigen, dass er gut ist. Er lebt in Scheidung, er hat noch ein Kind, was aber meistens eher ignoriert. Mhm. Und innerhalb dieser 6 Tage schafft er es sich sozusagen von einem Menschen, der sehr zynisch mit seiner Situation umgeht, aber noch Hoffnung hat, in einen völlig Hoffnungslosen zu verwandeln, weil es einfach absolut kein Entrinnen gibt aus einem System, was einfach nicht möchte, dass man arbeitet. Und er ist natürlich ein großer Künstler und er kann und will nichts anderes machen, außer seine Romane und seine Prosa schreiben. Naja, aber was er immerhin macht, er beginnt sozusagen gegen dieses Sowjetsystem im Rahmen seiner Möglichkeiten aufzubegehren. Er hat also ein mehr oder weniger schlechtes Auskommen als Journalist für eine werktätigen Firmenzeitung und muss dort Gedichte, Lobpreisung auf den heroischen sowjetischen Ölarbeiter verfassen und er revoltiert dann. Er beginnt dann eben, dass er eben sagt, ich mache keine Kompromisse mehr, sondern ich muss meine Kunst leben und das sind alles hier faule Kompromisse, die ich hier trotzdem angehe. Muss man sagen, der Film ist ein großes, je länger er dauert, langweiligeres Lamento, also ein Mann, der eigentlich immer mehr in der Ecke sitzt und sagt, nee, alles ist doof irgendwie und unglücklich ist. Aber German Junior, genau wie sein Vater Senior, hat ein absolutes Talent für sehr, sehr wunderbare, entzückende Bilder und sehr schöne Kamerafahrten. Und was er am allerbesten macht, ist einen Haufen Russen in einen viel zu kleinen Raum packen, die rauchen und saufen und reden übers Leben. Da hatte ich Spaß. Genau. Nur der Rest ist so, dass man irgendwann denkt, mein Gott, jetzt immigriere halt. Und macht, dass der Film aufhört. Also es zog sich extrem in die Länge. Ja, und auch so ein bisschen die dramatischen Spitzen, die es dann doch durchaus gibt, die sind auch so ein bisschen weggedrückt. Also man kommt immerhin so ein bisschen in so einen Flow rein, aber es ist so ein bisschen ein Flow, der doch eine Gleichmäßigkeit entsteht. Ja, aber ich fand es halt schade, dass es immer am Ende geht es doch nur ums Leiden, auf das Leidenswillen.
was, das muss man ja sagen, eine, also sozusagen eine quasi russische Grundhaltung schon fast ist. Aber irgendwie hat es einfach auf diese Länge dann nicht mehr gereicht und funktioniert. Ja. Auch im Kino, die meisten Leute waren dann eher so, okay, alles klar. Aber schade. Ja. Schön, aber nicht so. Anstrengend auch. Nein. Ja. Aber so viel zu, sozusagen zum großen Drama. Wir sind gespannt auf unsere nächsten Filme. Wir haben ja noch den Christian Petzold, der jetzt auch demnächst kommt. Mal gucken, was der so macht. Das ist ja Drama auf eine ganz andere Art. Aber vielleicht kriegen wir irgendwas, was nicht mehr so spröde ist. So ein bisschen genau. Was Saftiges wäre doch nicht ja. schön, nicht? Obwohl, da sind wir bei Petzold wahrscheinlich auch nicht richtig. Egal, wir versuchen es trotzdem und wir sehen uns morgen. Tschüss.